Wer seinen Rücken nicht fühlt oder keine Kontrolle über seinen Rücken hat, braucht ihr nicht zu wundern, wenn er Rückenschmerzen hat. Wir zeigen euch eine super Routine, die ihr anwenden könnt, um ein Gefühl für euren Rücken zu bekommen und die sämtliche Muskulatur, die die Wirbelsäule bewegen kann, zu trainieren. Viel Spaß dabei. Fangen wir mit einfachen Aufgaben mal an. Und das ist, ihr geht im Vierfüßlerstand und macht von hier aus, so fest wie ihr könnt, ein Hohlkreuz. Das heißt, einfach mal die komplette Rückenstreckmuskulatur anspannen. Jetzt machen wir das Gegenteil davon. So feste wie ihr könnt einen Katzenbuckel machen, durch Bauchnabel reinziehen in den Körper. Und so feste wie ihr könnt einen Katzenbuckel, komplette Rundung, Halswirbelsäule bis runter in die Lendenwirbelsäule. Das machen wir ein paar Mal. Macht ihr noch einmal runter in den das Hohlkreuz, so feste wie du kannst. Und den Katzenbuckel so fest wie du kannst. Allein das hilft schon. Und jetzt versuchen wir das Ganze mal in Teilbereichen zu bewegen, also einen Wirbel nach dem anderen zu steuern. Und ich gebe Martin eine leichte Hilfestellung, indem ich ihn da berühre, wo er arbeiten soll. Jetzt wandert mein Finger langsam hoch über seinen Rücken und er versucht, in Teil für Teil von unten nach oben langsam den Katzenbuckel in ein Hohlkreuz zu verwandeln. Ganz am Ende kommt jetzt die Halswirbelsäule dabei. Jetzt haben wir das schöne Hohlkreuz. Und das Ganze würdet ihr auch wieder rückwärtig machen, also vom Hohlkreuz in den Katzenbuckel. Macht es schön langsam. Je langsamer ihr das macht, je kontrollierter ihr das macht, je mehr Kontrolle bekommt ihr über euren Rücken und je größer ist der Trainingseffekt. Viel Spaß beim Üben. Immer noch da? Gebt uns ein Like, Kanal abonnieren und die App geht zum App Store.